Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück. Ich zeige euch diesmal ein weiteres Video zu Sims 4. Diesmal geht es um zwei andere Trophäen und zwar geht es diesmal um die beiden Geistertrophäen. So, ich habe ja schon mal 7 Geister, ich habe hier ein bisschen vorgearbeitet. Die beiden Trophäen nennen sich einmal Gespensterfamilie, besitze eine Familie mit 8 spielbaren Gespenstern und die zweite Gespenstisch, besitze ein Gespenst in deinem Haushalt. Wie die ganze Trophäe ganz genau geht, wie ihr die Gespenster dazu bekommt, bei euch einzuziehen, zeige ich euch jetzt. Das Ganze dauert ein bisschen, weil ihr ziemlich lange normalerweise mit den Leuten reden müsst. Ich habe jetzt da schon ein bisschen vorgearbeitet gehabt. Die beiden kennen sich auch schon. Das kann man abbrechen. Deswegen kamen die auch anscheinend nicht. So, jetzt zeige ich euch das auf jeden Fall, wie das ganz genau geht. Wichtig ist, dass der grüne Balken, den ihr oben seht, komplett voll ist. Am besten immer ein bisschen rumschleimen, ein bisschen bewundern. Ich setze mal hier die Schnelligkeit runter. Wichtig, wie gesagt, oben der Balken muss komplett voll werden oder ziemlich voll. Und dann muss eben diese Meldung hier kommen, in Haushalt einladen. Und dann seht ihr auch schon, und kommt dazu in den Haushalt. Und so erhaltet ihr die Trophäe. Ich habe es immer ganz einfach gemacht. Ich hatte am Anfang ganz normal meine 8 Leute, habe dann damit auch gleich mal die Trophäe gemacht, 5 Ehen zu überleben. Hab immer geheiratet, hab den Ehemann dann sterben lassen, hab da hier so ein Träumchen gehabt, hier so. Und hab das dann im Prinzip 5-mal gemacht, bis ich dann die Trophäe hatte. Hab mich danach daran gemacht, dass ich dann alle Geister im Prinzip mich mit ihnen anfreunde, bis zum geht nicht mehr, und eben in den Haushalt einlade. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Ich werde die Tage auf jeden Fall noch eins dazu machen, wie ihr die 1 Million zusammenbekommt. Da gibt es nämlich auch einen recht schnellen Weg, damit ihr da nicht so lange rumarbeiten müsst. Und wir hören uns beim nächsten Mal.